Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die Glossybox Young rausgekommen. Glossybox Young ist 7 Jahre alt geworden und das wollen wir zusammen feiern. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Young ist ja die kleine Tochter, würde ich mal so sagen, von der Glossybox und die Schwester von der Glossybox Men. Das ist verrückt hier. Auf jeden Fall, eine große Familie. Wenn du ein Glossy bist, kannst du die quasi mit Glossy Points die holen. Ansonsten kostet sie 10 Euro, je nachdem wie viel Glossy Points du auch gesammelt hast. Ich habe sie mit Glossy Points geholt. Und weil ihr mich tatsächlich immer so wieder fleißig unterstützt, habe ich noch eine zweite geholt. Und die hier verlose ich in diesem Video tatsächlich auch. Also alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Meine Herren, es ist spät. Okay, hier haben wir den Deckel einmal entfernt. Bei der Young Beauty Edition hast du kein Glossy Magazin, sondern du hast ein Glossy Flyer. Das ist dieser hier. Und ja, hier wird auch schon mal angeteasert. Übrigens hier, ne, oh, voll schön. Hier wird schon mal angeteasert. Hey, Young Beauty, it's Party Time Edition. Das Glossy Jahr 2019 war eine ereignisreiche sowie aufregende Zeit und wir freuen uns sehr darauf, die Party Season einzuläuten und mit 2020 ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch eine Kleinigkeit steht noch auf unserer To-Do-List. Unsere Young Beauty ist 7 Jahre alt geworden. Dieses freudige Ereignis, das wir mit ins neue Jahr nehmen, zelebrieren wir mit der entzückenden Box im Special Holographic Design. Lass dich überraschen, welche dekorativen und pflegenden, schützenden Schätzchen darin auf dich warten und feiere mit uns gemeinsam die Liebe zu Beauty. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Young Beauty Team. Ja, cool. Hinten drauf stehen die Produkte mit Preisen und so weiter. Und da bin ich sehr gespannt, was sich dann in dieser Box verbirgt. 7 Jahre, da müssen die eigentlich schon einen raushauen, oder? Also zum Geburtstag. Wobei der Geburtstag der Glossybox an sich ja auch nicht so ultra geil war, um das mal so zu sagen. Naja, aber gut, da musst du kein Abo für abschließen, die bekommst du einfach so. Und hier haben wir den Blick in die Box. Und dann gucken wir uns mal die einzelnen Produkte an. Das erste Produkt, was mich quasi schon anspringt, ist hier diese Zahnpasta. Wieso? Ich meine, gut, ich habe genau die gleiche Zahnpasta auch schon in der Glossybox Birthday Edition drin gehabt und ich habe sie tatsächlich heute Morgen aufgebraucht. Aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich sie aufgebraucht habe, auch wenn sie gut war. Aber ich brauche doch keine Zahnpasta in der Beautybox, Leute. Das muss nicht sein. Da habe ich lieber dann eine schöne Creme drin oder irgendwas Dekoratives. Ich meine, für den Preis, ich glaube, so ein Ding kostet auch seine 5 Euro, hätte ich lieber irgendwie irgendwas anderes drin gehabt. Irgendwas anderes. Und sei es eine Gesichtsmaske, da hätte ich mich noch mehr drüber gefreut. Da brauche ich echt keine Zahnpasta, auch wenn die hübsch ist. Nein. Dann haben wir eine Parfümprobe drin. Miro Magic Femme Eau de Parfum. Finde ich ganz nett. Ne? Also so schaut das aus. Das ist ganz, ganz nett. Ich denke, dass es ein Goodie ist. Hier hinten steht auch drauf, unverbindliche Preisempfehlung Eau de Parfum. Also wenn du es in Full Size mit 50 ml holen würdest, würde es 11,95 € kosten. Das hier ist jetzt einfach eine Probe, die natürlich auch sehr gut hier rausriecht. Riecht meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt nach einem Parfüm für Mädchen, weil Glossybox Young ist eher was für Mädchen, finde ich immer. Kopfnote sind Bergamotte und Orange, Herznote ist Jasmin und Rose, das ist natürlich voll mein Ding. Ich muss mir dieses Parfüm unbedingt angucken. Basisnote ist Patchouli, Moschus und Vanille. Hört sich für mich überhaupt nicht nach einem Mädchenduft an, wirklich nicht. Also das wäre vielleicht etwas, wenn ein Mädchen diese Glossybox Young bekommt, wäre das etwas, was es an die Mom weitergeben würde oder so. Ja, ich fühle mich jetzt nicht wie eine Mom, aber trotzdem, ne, wäre ich jetzt 14, würde ich das an meine Mom geben. Ja. Okay, dann haben wir hier etwas Interessantes und zwar von Rival de Loop die Fine and Fill Cozy Brush Eyebrow Pen. Also das ist ein Augenbrauenstift. Ja, gut. Farbe ist brünett. Müssen wir mal gucken. Ich bin ja nicht brünett, aber ich hole mir gerne natürlich auch Augenbrauenstifte, die nicht blond sind, weil blond ist bei mir, sieht immer aus wie Durchfall bei mir, das brauche ich auch nicht haben. Ja, Triangle Eyebrow Pen für perfekt konturierte und modellierte Augenbrauen. Okay, das ist in so einer Tropfenform. Da habe ich tatsächlich auch welche in der Tropfenform, die etwas teurer sind. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das gut funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du tatsächlich nicht so ein Bürstchen zum Durchbürsten, sondern
Das ist so eine Softbürste mit ganz feinen Borsten. Das ist sehr, sehr interessant. Da kannst du dir dann wahrscheinlich sehr softe Augenbrauen mitmachen. Naja, da würde ich sagen, ich gucke mir das mal eben kurz an, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und ihr seid einfach live mit dabei. Ich bin ja kein Eyebrow-Pro, wenn man das so sagen kann, ne? Ja. Ich mache mir ab und zu die Augenbrauen, vor allem wenn ich hier so mit euch sitze oder wenn ich halt ausgehe. Ne? Ich mache mir die jetzt nicht jeden Tag, aber naja, mal gucken, ob der für mich funktionieren kann. Es ist tatsächlich ein Dreieck, ne? Habe ihn jetzt natürlich nicht geswatcht und mache ihn direkt auf die Augenbrauen, läuft bei mir. Ja, farbmäßig, ne? Ja. Geht super leicht, weil die Konsistenz von dem Stift ist wirklich, wirklich gelartig, also sehr, sehr, sehr soft. Du musst nicht doll drücken und dann hast du schon direkt Farbe drauf, ne? Und hast dann direkt eine Augenbraue. Das hier zum Durchbürsten finde ich auch sehr interessant, zum Ausblenden. Das nimmt das Produkt schon stark weg, also da bevorzuge ich persönlich wirklich ein Bürstchen, also ein Kamm dann quasi wahrscheinlich. Nennt man das? Ich weiß nicht, halt ein ganz normales Augenbrauenbürstchen. Ja, okay. Aber wenn das halt so ausgeblendet wird, sieht es schon ein bisschen durchfallmäßig aus. Also das ist nicht aschig. Das auf gar keinen Fall. Das hat schon so einen Gelbstich mit drin, ne? Ja. Ja, andere Augenbraue auch. Ansonsten sehe ich aus, als hätte ich nur eine Augenbraue. Aber meine Farbe ist es tatsächlich leider, leider nicht. Und ich verstehe auch diese Dreiecksform von solchen Stiften einfach nicht. Weil ich finde das bei weitem nicht sinnvoll. Ja, also wenn ich das auftrage, geht es klar. Sobald ich das durchbürste, wird es zu Durchfall auf den Augenbrauen. Also das ist jetzt nicht so. Und vor allem ist die jetzt gerade voll krass geworden. Die ist, das sieht etwas merkwürdig hier aus, ne? Ich sehe skeptisch aus. Ja, genau so fühle ich mich tatsächlich auch. Also die Augenbrauen, ach Gottchen. Das ist nicht meine Farbe und das ist auch nicht meine Form und ich komme damit auch nicht wirklich klar und irgendwie sieht das echt blöd aus. Aber naja, wir lassen das jetzt erstmal so weit drauf. Aber ich denke nicht, dass der Stift bei mir bleiben wird, weil das ist einfach schon sehr freaky, freak, freak, freak. Nicht meine Farbe und nee, einfach nee. Gut, dann habe ich hier ein Produkt drin. Tja, das ist ein Lippenprodukt von Contour. Das hatte ich auch schon mal. Habe ich aber schon aussortiert, weil ich das... Jojo Nummer 4 ist die Farbe. Ja, das ist ein richtiger Liquid Lipstick. Der trocknet richtig, richtig krass an und trocknet dann dementsprechend auch die Lippen aus. Das mag ich nicht. Ich bin eher so ein Fan von shiny Lipsticks oder wenn ich so trockene oder matte Geschichten habe, mache ich mir dann auch gerne mal einen Gloss drüber oder so. Das ist mir einfach zu trocken. Das mag ich nicht. Deswegen, der wird weiter wandern, genauso wie er ist. Ja, auch das wird weiter wandern, genauso wie es ist, ne? Palmolive Naturals, Kokosnuss mit Kokosduft, eine Cremedusche, ne? Also, das ist so, so ziemlich das Produkt, zu dem ich niemals im Laden greifen würde. Niemals, weil da ist eine Kokosnuss drauf und da steht Kokosnussduft. Voll doof. So, dann haben wir hier was von Purelay drin, Softly Cleansing Milk. Okay, das ist eine Probe. Für die tägliche sanfte Reinigung von Gesicht, Hals und Dekolleté. Ja, also da kannst du quasi dein Gesicht mit reinigen. Gut, ne? Eine kleine Probe kann man mal testen. Ja. Und dann haben wir als letztes hier tatsächlich noch etwas drin, was ich cool finde. Und zwar von Spirit of Delicate Blush. Das ist ein Eau de Parfum. Und hier sind 30 ml enthalten. Also das ist eine Full-Size-Größe von einem Parfüm. Und ich weiß nicht, wo es das gibt, aber das ist quasi so eine Eigenmarkengeschichte, ne? Die es so in irgendeiner Drogerie zu kaufen gibt, weil das kostet auch nicht so ultra viel. Also allein durch diese Blume da drauf lässt es vermuten, dass es ein Parfüm ist, was mir gefallen könnte, weil ich bin ja ein Fan von diesen blumigen Düften. Oh, das riecht aber richtig klasse. Das mag ich vom Duft her richtig gerne, doch. Das werde ich auch verwenden. Komm, das mache ich mir jetzt mal drauf. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange sowas dann auch hält, ne? Aber es riecht schon mal so, als wäre es Claudi-konform. Es ist so blumig mit einer leichten Vanillenote, würde ich mal so sagen. Und sehr, sehr dezent, sehr angenehm. Gefällt mir. Doch, ist cool. Okay, das war jetzt tatsächlich die Glossy Box Young. Hier ist der leere Karton.
Ja, fand ich okay. Ich guck mal eben, was hier so. Also ja, also wenn ich hier mir so die Produkte angucke, werden wir schon so bei 20 Euro vom Inhalt her liegen. Ich blende es hier auch nochmal ein. Ne, das kann auch alles wohin kommen von den Produkten her. Ja, aber war jetzt nicht nur unbedingt die Cloudy-Box, weil ich doch einiges davon nicht behalten werde. Aber ihr kennt mich, ich werde sie mir trotzdem das nächste Mal bestellen, weil ich einfach zu neugierig dafür bin und zu sehr wissen möchte, was ist da drin. Und vielleicht ist irgendwann genau das Produkt mit dabei, was ich immer schon haben wollte. Ja, und für 10 Euro kannst du da auch nichts zu sagen, ne? Deswegen, die müsste es noch geben. Schau da einfach mal vorbei. Leider gilt mein Gutscheincode nur auf Abos, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, aber ansonsten, wenn du vielleicht ein Glossybox-Abo an sich abschließen möchtest, kannst du gerne den Gutscheincode verwenden von mir. Den habe ich dir hier eingeblendet, den habe ich dir eben auch schon mal eingeblendet. Den schreibe ich dir in die Infobox überall hin. Kleine Eigenwerbung und so. Und ja, ich würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!